Hallihallo liebe Leute, ich bin Akumisch21 zu meinen Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht's wieder weiter. Na, was heißt weiter? Heute Let's Play mir einfach mal Phasmophobia. Wir machen eine Let's Play Folge draus. Mal gucken, ob wir die nächsten Male auch mal ein paar weitere Folgen machen. Wir werden das sehen, Leute. Und ja. Wie ihr wahrscheinlich gerade mit hört. Hier. Laufe ich hier rum. Und ja gut. Jetzt lese ich mir erstmal, was wir hier haben. Ziel 1. So wie immer. Ziel 2. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Okay. Ziel 3. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Okay. Ziel 4. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Ich bin sowieso allein, also. Und das ist halt das typische Level, was man halt so sonst in meinen letzten paar Let's Play Videos gesehen hat bei Phasmophobia, also. Und ich mache halt auch gerne in Anfänger immer noch, weil ich muss halt immer noch ein bisschen üben. Und ja. Ne, Kamera nehmen wir jetzt nicht mit, warte mal, den nehmen wir jetzt nicht direkt mit. Oh. Ja. Gut, dann packen wir die, passt mir nicht mehr noch alles mit. Die Kamera, ja. Ja, und Thermometer, ne? 5 Minuten haben wir Zeit, um den Geist ausfindig zu machen, beziehungsweise den Geisterraum. Und ich würde sagen, let's go. So. Eieiei. Okay, jetzt dürfen wir nicht mehr so viel reden. Let's go. Autoschlüssel. Okay, ich habe schon mal was gehört. Aber noch kein, ja, noch kein Frost oder so. Knochen habe ich aber gefunden, okay. Sehr gut. Okay. Alles gut. Okay, hat geholfen. Sehr gut. Keine Kälte. Okay. Okay. Okay, nichts Interessantes, Leute. Hier ist ein bisschen kühler, okay. Mal schauen, was im Keller so abgeht. Licht an. Reacherbrett, okay. Okay. Hier macht er auch rum, okay. Hier wird schon ein bisschen kühler. Also im Flur. Vielleicht ist es ein Flurgeist. Und der bewegt auch ganz schön viel. Es könnte ein Flurgeist sein, Leute.
Ja, im Flur wird's kühler. Ich tue hier nochmal nachchecken. Also scheinbar läuft er hier oft durch. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Okay. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich nehme mal die Kamera mit. Können wir schon mal nach Orb schauen? Irgendwelche Orbs vielleicht finden. Ich weiß nicht. Ja, ich behalte mal den Bereich im Auge. Vielleicht finde ich da einen Orb oder nicht, ich weiß nicht. Mal gucken. Dann schauen wir mal nach, okay. Sieht aber nicht so aus, als würde ich da einen Orb oder so finden. Es sieht nämlich so aus, als würde dieser Geist es dieses Mal schwerer machen. Nicht so gut. Die Zeit ist auf jeden Fall vorbei. Gehst nochmal rein, natürlich. Salz. Momentan ist er ruhig, okay. Könnte ja auch ein Shade sein, ich weiß es ja nicht. Okay, der ist hier drüber gelatscht. Haben wir schon mal, okay. Aber keine Aktivität gemacht. Kerze, ich weiß ja nicht, ob das ein Wohnzimmer gereicht ist. Das ist auf jeden Fall ganz schön ruhig irgendwie. Ich bräuchte nochmal das Thermometer und nochmal da abzuchecken. Bewegungssensor brauchen wir eigentlich nicht, aber ich hab den ja. Aber ich könnte nach Fingerabdrücken gucken, ja. Das mache ich mal als erstes. Mal gucken, ob ich welche finde. Er tut ja ganz schön viel anfassen und anpacken, ne? Ich finde irgendwie keine Fingerabdrücke oder so. Da hier drüben irgendwas bewegt, oder?
Nee, ich glaube, das ist kein Geist mit Fingerabdrücke. Nee. Okay. Der ist nur ein wenig. Ja, der ist nur ein wenig aktiv. Vorhin war der noch sehr aktiv, als ich reinkam und die Zeit lief. Komisch. Sehr komisch. Gucken wir mal. Ja, ein Orb findest du nicht. Na gut, dass ich eine zweite Kamera mit reingepackt habe. Ich könnte halt einfach noch einen Dot hinpacken, ja. Okay, ich warte noch ganz kurz. Boah, jetzt nehme ich gerade auf einmal komischerweise mehr aktiv. Ich warte immer gerne, bis das Ganze auf Null geht und dann gehe ich erst rein. Okay. Dann setzen wir den Doktor, den guten Dot-Projektor mal ab. Bin ich mal gespannt, ob wir was sehen. Kaum war ich kurz drin, zack, hat er wieder Aktivität auf 4 geschlagen, okay. So, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwas sehen, Leute. Ah, schon verrückt, ne? Seit mein PC wieder geht, irgendwie nicht mehr so Bock gehabt, was aufzunehmen. Naja, ist halt so. Und das ist halt direkt 2 Wochen dann lange gewesen, dass es dann nicht so Bock hatte. Jetzt habe ich aber wieder Bock. Also ich sehe irgendwie kein Dot. Es hat mich schon ein bisschen zu lange auf. Könnte aber auch sein, dass es einfach nicht der Raum ist, wo der Fisch aufhält. Ich guck nochmal mit Temperatur. Nochmal kurz, wenn sich dann immer noch nicht was zeigt. Ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder gehen. Irgendwo hier. Okay, hier war gerade ein bisschen kühler. Sehr komisch. Also ich meine, im Flur ist es etwas kühler, aber irgendwie sehr komisch. Aber es kann nur der Flur sein, scheinbar. Also ich denke es mal, Leute. Ich probiere noch ein bisschen was aus. Erstmal das Geisterbuch. Schreibe etwas ins Buch. Das sehen wir dann über die Kamera, ob da was reingeschrieben hat oder nicht.
ganz schön inaktiv. Vielleicht habe ich auch den Geisterraum gar nicht so richtig exakt gefunden. Das kann auch sein. Vielleicht befindet sich der Geisterraum komplett anders da und nicht im Flur. Wer weiß. Aber manchmal habe ich auch mal einen Geisterraum im Flur gehabt. Komischerweise. Jetzt komischerweise ist er total inaktiv. Völlig inaktiv, Leute. Wie viel Räucherstäbchen haben wir? Weil dann könntest du es direkt testen. Stimmt. Mit Räucherstäbchen, ja. Mach ich mal. Testen wir das Ganze mal. Ich tue im Flur Räucherstäbchen verwenden und dann bin ich mal gespannt. Habe ich wieder was gehört? Naja, ich bin mal gespannt, ob das was geholfen hat oder nicht. Okay, es hat doch geholfen, also bin ich doch irgendwie richtig. Aber keine Aktivität hier. Entweder ist es ein Bug oder ich habe keine Ahnung. Es muss ein Bug sein. Pack's mal die Kerze. Heilige Scheiße. Alter! Alter! Boah! Das war aber noch kein Hand! Das war noch kein Hand! Ich muss nochmal reingehen und die Kerze anzünden. Kerze ausgegangen. Puste die Kerze aus. Also bis jetzt noch nicht herausgefunden, was für ein Geist das überhaupt ist. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht wirklich ein Shade ist. Okay, der hat ausgepustet. Der wird halt nach und nach immer aktiver, Leute, ne? Tja. Okay, der wird gerade komischerweise aktiv. Puh. Oder soll ich raten? Soll ich raten, was ein Geist ist, oder soll ich es lieber rausfinden? Nachher werde ich getötet. Ich habe keine Lust, getötet zu werden, Leute. Ich habe keine Lust, meine Sachen hier zu verlieren, Leute. Ich rate lieber, Alter. Ich bin lieber so, also ich habe nicht Schiss oder so, sondern ich habe eher Schiss, meine Sachen zu verlieren. Deswegen rate ich lieber. Ich sag einfach, das ist ein Shade. Ich hoffe, ich bin richtig. Und jo. Dann gehen wir mal hier raus. Ich hoffe, ich hab's.
Let's go. Okay. Okay, bitte, bitte. Spirit, Spirit. Der war aber recht irgendwie gar nicht so sehr aktiv, komischerweise. Sehr komisch. Naja, aber für 65 Dollar ist okay. Ist okay. Okay. Na gut, Leute. Wir haben zwar nichts geschafft, aber wir haben die anderen Aufgaben wenigstens erledigt. Na gut, dann bin ich erstmal raus, Leute. Bis dann, euer Kumsi 21. Yeah!